Hallo und herzlich willkommen hier bei Kachelmann Wetter. Ja, wir schauen heute, wie immer eigentlich auch dienstags, ein bisschen weiter noch auf den Langfristwettertrend, der uns ja, man muss zugeben, sehr an der Nase herumgeführt hat in den vergangenen Wochen. Aber wir schauen trotzdem gleich mal noch auf die neuesten Karten. Ja, viel Regen hat es gegeben, insbesondere mit Schwerpunkt so im großen Südwesten von Nordrhein-Westfalen. Ich habe ein paar Regenmengen herausgesucht. Wir sehen, stellenweise hat es sogar mal für um die 50 mm bzw. Liter pro Quadratmeter gereicht. Also da kam ordentlich was zusammen mit dem kleinen Tiefdruckgebiet, was vor allem gestern den großen Dauerregen gebracht hat. Ja, Dauerregen ist auch nochmal ein Stichwort, denn mit dem Tiefdruckgebiet, da wird nochmal ein recht kräftiges Regengebiet in der Nacht, diesmal allerdings über den großen Südwesten hinwegziehen. Das sehen wir nämlich auf dieser Karte hier mit den Niederschlagsmengen 24-stündig bis morgen Mittag um 12 Uhr. Und wir sehen, der Schwerpunkt wird liegen, insbesondere so von Rheinland-Pfalz und dem Saarland rüber bis nach Baden-Württemberg ganz besonders, teilweise aber auch noch insbesondere so bis zum Allgäu rein. Ja, und hier kommen insbesondere in den Staulagen im Schwarzwald auch mal teilweise um die 50 mm zusammen. Ansonsten wären es aber häufig so 10 bis 20 mm, stellenweise sogar auch noch mehr. Also nochmal ein ordentlicher Schub Nässe, insbesondere für den Südwesten. Das wird sich dann so darstellen, dass es in der kommenden Nacht, wir haben ja heute tagsüber die einigen Schauer, vor allem mit Schwerpunkt in der Westhälfte, die werden auch noch ein bisschen aktiv sein. Allerdings, es intensiviert sich dann der Regen im großen Südwesten. Hier teilweise auch mal kräftige Regenfälle, die durchziehen. Die Schneefallgrenze in den Alpen dann teilweise so eher so 1100 Meter, wenn die Niederschläge kräftig sind, vor allem Richtung Allgäu, kann es auch mal etwas tiefer drücken, so auf um die 1000 Meter. Ansonsten haben wir einen breiten Streifen dann über Deutschland, wo es auch mal auflockert, trocken ist und die Schauer nach Norden und Nordosten, die lassen nach. Da sind vom Tage noch ein paar restliche Schauer, die hier rüberziehen, wird im Laufe der Nacht aber weniger werden. Dann kann sich auch stellenweise Nebel bilden. Wo es eben auch mal aufklart, wird es deutlich frischer werden, auch mal so, ja, teilweise unter 5 Grad, vielleicht sogar mal knapp an die 0 Grad ran, wo der Himmel länger klar ist, logischerweise unter Wolken, insbesondere nach Südwesten. Westen, da bleibt es milder. Ja, wie sieht es dann in den Folgetagen aus? Schauen wir uns erstmal an, was sich bis Donnerstag tut, denn die Wetterlage stellt sich schon um. Wir hatten ja zunächst jetzt in den letzten Tagen eher das Skandinavien-Hoch, was das Wetter so ein bisschen über die Großwetterlage über Europa bestimmt hat. Und das ist dann Geschichte, denn es wird ersetzt durch Tiefdruckgebiete, die sich auch über Skandinavien breit machen. Und bei uns kommt dann aus Südwesten deutlich mildere Luft rein. Ja, das wird man schon merken, das ist richtig milde, ja fast schon warme Frühlingsluft, die uns mit Schwerpunkt am Donnerstag und am Freitag erreichen wird. Schauen wir aber zunächst natürlich mal, wie es weitergeht in den Folgetagen, und da blicken wir mal auf den Mittwoch erstmal drauf. Jetzt muss ich kurz überlegen, wo wir waren. Blicken wir auf den Mittwoch, und zwar, es wird erstmal noch eine zähe Angelegenheit. Die kräftigen Regenfälle nach Südwesten werden weniger, werden sich abschwächen, aber in der gesamten Westhälfte zieht nochmal so ein Tiefausläufer rein mit ziemlich vielen Wolken, wohl vor allem so zwischen Nordsee, Nordrhein-Westfalen bis runter auch nach Rheinland-Pfalz, wohl kaum Auflockerung. Später, Richtung Nachmittag, Abend, kann es im äußersten Westen schon wieder ein bisschen auflockern. Insgesamt kommen so ein paar meist schlappe Schauer auch so ein bisschen weiter nach Osten voran. Das heißt, vor allem im Osten, speziell zwischen Sachsen, aber auch so zwischen Mecklenburg-Vorpommern, da zwischen der Ostsee beginnt der Tag nach Nebelauflösung teilweise noch sonnig. Dann aber ziehen auch so Richtung Nachmittag ein paar Wolken auf. Hier gibt es allerdings den meisten Sonnenschein. Temperaturmäßig, trotz der vielen Wolken auch nach Westen, steigen die Temperaturen schon ein bisschen an. Die 15 Grad Marke erreichen wir meistens aber noch nicht. Das heißt aber im Vergleich zu den vergangenen Tagen, vor allem ja auch nach Westen, ist es schon ein leichter Anstieg, der zu erwarten ist. Am Donnerstag kommt dann die große Änderung rein. Es ist im Grunde so ein bisschen eine Umkehr. Die feuchteren Luftmassen mit vielleicht anfangs auch noch letzten Tropfen, die liegen noch so ein bisschen so über dem großen Nordosten und Osten Deutschlands. Hier noch teilweise zäher mit ein paar dickeren Wolken, auch mal so hochnebelartige Wolken, die im Tagesverlauf aber auch ein bisschen auflockern werden. Ansonsten haben wir im großen Westen, Südwesten, Süden, da kommt immer mehr die Sonne durch. Anfangs auch durchaus hier nochmal grau durch Nebel oder Hochnebel, aber Richtung Nachmittag immer sonniger. Das heißt, teilweise wird es richtig freundlich werden und dann kommt die milde Luft richtig rein. Wir erreichen teilweise eben schon so häufiger schon 15 bis 17, 18 Grad. Ja, vor allem so Richtung südwestliches NRW, in der Voreifel zum Beispiel, aber auch so entlang des Oberrheins sind sogar 19 Grad möglich. Ob wir vielleicht irgendwo an einer Station mal eine knappe 20 erreichen, ausgeschlossen ist es nicht. Man wird es also schon merken, da kommt deutlich mildere Luft rein.
Ja, was tut sich dann im weiteren Verlauf? Schauen wir mal so ein bisschen erstmal Richtung Wochenende, was sich tut bei der Wetterlage. Und zwar wird es so sein, dass wir erstmal mit Schwerpunkt, wir werden es gleich sehen, bis Freitag in die sehr milde Luft kommen. Aber am Wochenende, da sehen wir schon ein Tiefdruckgebiet, was so auch nördlich an uns vorbeizieht, Richtung Skandinavien, lässt die Strömung noch mehr auf West bis Nordwest drehen. Das heißt, da kommt schon wieder ein Schwung, in Anführungszeichen wirklich kühlerer Luftmassen dann rein Richtung Wochenende. Das heißt, der Höhepunkt wird eher Donnerstag, Freitag sein mit der milden Luft. Und am Wochenende wird es deutlich unbeständiger werden. Da kommt also schon ein bisschen mehr wieder vom Atlantik feuchtere und nicht mehr ganz so milde Luft zu uns. Wie gestaltet sich das? Schauen wir uns mal die Tage an. Freitag, Samstag, Sonntag, der erste grobe Trend. Und am Freitag, da müssen wir die nächsten Tage mal genauer drauf schauen. Da könnte sich nämlich eine erste Frühlingsgewitterlage einstellen. Das heißt, dass durchaus mal ein paar knackige Frühlingsgewitter mit Platzregen auch dabei sind, die wohl schwerpunktmäßig sich vom Westen tagsüber aber wohl auf größere Landesteile ausbreiten werden. Das heißt, man sieht schon, es wird unbeständiger, das Tief von Westen. Das wird schon übergreifen. Der Mildschwerpunkt, ja fast schon Wärmeschwerpunkt, verschiebt sich am Freitag eher nach Osten hin, weil es hier wohl auch noch längere Sonnenschein gibt. Das heißt, vor allem im Osten, da können wir durchaus auch Berlin, Lausitz, vielleicht sogar 19, eventuell auch hier sogar eine knappe 20 erreichen. Hängt auch davon ab, wie lange hier noch die Sonne scheint und wie schnell hier einzelne Schauer dann auch mal übergreifen können. Richtung Wochenende eher unbeständig, leichter Temperaturrückgang für die Jahreszeit. Kein wirklicher Kaltlufteinbruch oder so. Wir kommen einfach von diesem enorm hohen Temperaturniveau wohl am Wochenende langsam runter. Richtung Sonntag noch ein bisschen unsicher. Es gibt einige Modelle, die auch mal kräftige Regenfälle durchziehen haben. Davon hängt natürlich dann auch am Sonntag die Temperaturentwicklung ab. Ein bisschen Sonnenschein, sind wir schnell auch mal bei 15 Grad oder etwas mehr. Sollte es doch länger anhaltend regnen, bleiben wir natürlich unter 15 Grad. Also wir sehen schon nichts Stabiles, aber ein Vorstoß sehr milder Luftmassen. Wenn wir jetzt ein bisschen mittelfristig weiter so ein bisschen in den Spekulationsbereich hineinschauen, was tut sich dann in der nächsten Woche? Denn da tut sich schon Großes über Europa und auch Interessantes. Wenn wir uns da mal die Wetterlage anschauen für die nächste Woche hinein, dann zeigen uns eigentlich alle Wettermodelle große Ausgleichsbewegungen, die sich über Europa einstellen werden. Das bedeutet, dass sich mit einer Tiefdruckzone wohl und einem Hochdruckgebiet, was wir hier so ein bisschen am Rande der Karte noch sehen, draußen auf dem Nordatlantik strömt wohl deutlich kältere Luft aus der Nordpolarregion auf dem Atlantik weiter nach Süden. Dazwischen haben wir eine Tiefdruckzone und die als Ausgleichsbewegung schaufelt sehr milde Luftmassen weiter nach Norden. Wie ich ja gestern schon sagte, deutet sich auch an, dass sich von Nordafrika wohl ein Vorstoß sehr warmer Luftmassen so allmählich auch über das Mittelmeer weiter nach Norden aufmacht. Die große Frage wird jetzt natürlich sein, erreicht uns nochmal ein markanter Mildvorstoß? Und da muss man sagen, da deuten viele Wettermodelle darauf hin. Dass es also ab dem Wochenende erstmal ein bisschen runtergeht mit den Temperaturen und nächste Woche uns nochmal ein markanter Mildvorstoß erreichen kann, wo es nochmal sehr mild, richtig frühlingshaft mild wird. Die große Frage wird natürlich sein, wie positioniert sich genau diese Tiefdruckzone? Das ist natürlich in den Modellen noch ein bisschen unterschiedlich drin, logischerweise bei diesem Zeitraum. Ich will einfach mal zeigen aus dem europäischen Wettermodell, das ist jetzt die Abweichung der Temperatur in 1500 Meter. Da sieht man immer gut die Luftmassenverteilung auch über Europa und man sieht eben diese unterdurchschnittlichen Temperaturen, also einfach für die Jahreszeit, für März deutlich kühlere Luftmassen, strömen eben weit westlich von uns, weit nach Süden raus, auf dem Atlantik, diese blauen Gebiete. Gleichzeitig sehen wir eben diese roten Gebiete, deutlich überdurchschnittliche Temperaturen, sehr milde Luftmassen, die sich von Afrika über das Mittelmeer weit, ja, eventuell, logischerweise, da ist noch ein bisschen Verschiebung drin, sogar bis nach Deutschland ausbreiten. Das wäre eben der zweite, deutlich markantere Mildvorstoß, der uns dann in der kommenden Woche erreichen kann. Die große Frage wird natürlich sein, also wir sehen schon, wir haben es wohl mit großen Ausgleichsbewegungen über Europa zu tun. Im weiteren Verlauf schiebt sich wirklich dann diese deutlich kältere Luftmasse, die hier weiter westlich von uns erstmal liegt, schiebt die sich wirklich auch bis zu uns dann rein im weiteren Verlauf. Und das wird ja auch immer mal wieder angenommen. Das wird nämlich die große Frage sein, wenn wir uns einfach mal, ich habe ein Modell mal herausgesucht für den weiteren Verlauf,
nach dem US-Wettermodell, das wird ja immer mal wieder bevorzugt, dass eben das ganze Muster, das Wetterlagenmuster mit dem Hochdruckgebiet, was zunächst weit draußen auf dem Nordatlantik liegt, sich mehr Richtung europäischer Kontinent schiebt und wir dann eben in diesen Kaltluftstrom aus nördlichen Richtungen gelangen. Das wird immer mal wieder angedeutet, dass es dann eben im weiteren Verlauf nach einem sehr milden Vorstoß nochmal einen deutlichen Kälterückfall gibt, dass es zu einem Kaltlufteinbruch aus nördlichen Richtungen kommt. Da wäre ich allerdings erstmal vorsichtig, ob sich wirklich dieses gesamte Muster dann mit dem Hochdruckgebiet weiter wirklich Richtung europäischer Kontinent schwimmt, denn ich könnte mir auch vorstellen, dass wir einfach nur in milden Luftmassen auch im weiteren Verlauf verbleiben. Kommen wir jetzt ein bisschen zum weiteren Trend. Was zeigt uns der Langfristtrend dann Richtung Ende März in etwa? Ich habe mal eine Karte herausgesucht, die Höhenwetterkarte, und die zeigt uns eigentlich im weiteren Verlauf eine relativ klare Struktur, dass es nämlich nicht irgendwie zu einem blockierenden Hochdruckgebiet westlich von uns kommt oder Island beziehungsweise kältere Wetterlagen, sondern eher deutet das auf Trog Westeuropa hin. Sprich, wenn das Tief und der Trog westlich von uns liegt, dann liegen wir eher in milden Luftmassen. Und das Muster soll sich auch sogar bis Anfang April durchsetzen, sprich, dass der Trog eher westlich von uns liegt. Wobei eben die große Frage ist, wie nah kommt uns mal der Trog? Es wird deutlich unbeständiger, mal nasser werden. Aber insgesamt lässt sich eben sagen, dass der Langfristtrend jetzt eher auf mild umgeschwenkt ist für Ende März und sogar bis Anfang April. Und so wird uns auch von den Temperaturabweichungen gezeigt, dass es eben in großen Teilen Europas eher überdurchschnittlich temperiert sein soll. So etwa für die letzten zwei Märzwochen jetzt. Das heißt, deutlich überdurchschnittlich. Durchschnittliche Temperaturen ist es nichts von einem großartigen Kaltlufteinbruch zu sehen. Nicht ganz so groß sind die Anomalien, wenn wir Richtung West- und Südwesteuropa schauen, was eben hiermit zusammenhängt, dass es hier deutlich unbeständiger sein soll und eben auch mal die kühleren Luftmassen vom Atlantik, die hier weit nach Süden strömen, eben auch mal dabei sein sollen. Ja, das zum Langfristtrend, und dann, ich habe natürlich auch ein bisschen weiter geschaut, der geht natürlich jetzt bis in den April hinein. Und jetzt dürfen mal die fleißigen Zuschauer raten, was zeigt uns der Langfristwettertrend wohl für den April, beziehungsweise im Verlauf des Aprils? Ja, ihr habt richtig geraten. Er zeigt uns das, was er uns eigentlich schon immer seit Wochen für den weiteren Verlauf für in 3, 4, 5 Wochen zeigt, nämlich dass es in weiten Teilen Europas unterdurchschnittlich temperiert sein soll, sprich zu kalt für April, wenn man es so sagen und haben will. Aber ihr wisst ja, fleißige Zuschauer wissen, das wurde uns fast immer seit Wochen hinten raus gezeigt, dass es irgendwie deutlich kälter werden soll, Kaltlufteinbrüche anstehen. Logischerweise kann das jetzt auch irgendwann mal passen und so eintreten, aber da sollten wir natürlich äußerst vorsichtig sein. Ihr seht schon, deswegen schmunzel ich auch natürlich ein bisschen, ob es wirklich dann mal einen kühleren April geben wird. Warten wir mal lieber ab. Er deutet es momentan darauf hin, dass wir vielleicht sogar einem rekordmilden März, dass wir davon gar nicht weit entfernt sein können, wenn eben die neuen Mildvorstöße sogar in der nächsten Woche kommen. Das soll es für heute auch erstmal gewesen sein. Ich wünsche euch einen schönen Tag, bis zum nächsten Video und ciao.